Servus und herzlich willkommen zur Sportarena. Zweimal wird der FC Bayern heute Thema bei uns sein. Zum einen die Rückkehr von Jupp Heynckes als Trainer bei den Männern und zum anderen steht für die Frauen das Champions League Rückspiel gegen Chelsea FC an. Heute bei uns sind zwei Spielerinnen, nämlich Sarah Debritz und Jovana Damjanovic, und mit denen wollen wir sprechen über dieses anstehende Spiel und natürlich über die aktuelle Saison beim FC Bayern. Dann ist Nico Scholze da, Deutschlands bester Mountainbiker. Gerade erst ist er Zweiter geworden bei den Nine Knights, also spektakuläre Bilder warten dann auch noch auf uns. Dann kommt Horweg, der Löwe, Bebraham, der Münchner Profiboxer. Er will als erster Münchner Weltmeister werden. Am Wochenende der kämpft er um den IBO-Internationaltitel. Und Magomed Shahidov, der Boxer des TSV 1860. Er kämpft ebenfalls, denn die Amateure von 1860 kämpfen gegen London in derselben Veranstaltung wie die Profis, die am Wochenende ebenfalls im Einsatz sind. Und dann geht es um Tennis. Daniel Masur, Deutschlands Tennisspieler und Davis Cup Spieler, ist hier zu Gast. Er startet ab morgen bei den Daikin Open und in der kommenden Woche bei den Wolfkran Open. Es gibt also zwei Tennisturniere direkt hintereinander. Und der Turnierdirektor der Daikin Open, Christoph Pöllmann, der ist ebenfalls mit vor Ort. So, das war das ganze Programm. Stürzen wir uns drauf auf die Frauen des FC Bayern München. Und da sage ich herzlich willkommen, Sarah Debritz und Jovana Damjanovic. Damjana, ich hoffe, ich habe es richtig schön betont. Finde ich auch. Ah, du bist zufrieden. Wunderbar. Großes Thema für euch am Mittwoch. Rückspiel in der Champions League. Das Hinspiel gegen Chelsea FC wurde 0:1 verloren. Und nun heißt das ja alles oder nichts. Das ist ein blöder Spruch, wenn man sagt Pflicht-Sieg. Aber Sarah, ganz klar, am Mittwoch ist ein Sieg Pflicht, wenn es weitergehen soll in der Champions League. Absolut. Das Spiel müssen wir gewinnen, wenn wir weiterkommen wollen. Wir haben in London schon wirklich ein super Spiel abgeliefert. Da hat lediglich gefehlt, dass wir das Tor erzielen. Aber an sich hatten wir eine tolle Spielanlage. Die Mädels haben super gekämpft und echt ein gutes Spiel absolviert. Und deswegen bin ich auch sehr zuversichtlich, dass wir am Mittwoch ein gutes Spiel machen werden und dann hoffentlich weiterkommen. War es denn schwierig, diese Niederlage wirklich wegzustecken? Weil ihr habt ein gutes Spiel hingelegt und geht dann trotzdem als Verlierer vom Platz. Jovana, dann ist man fürs Rückspiel besonders motiviert oder erstmal gefrustet? Nee, ich glaube, dass wir sind super motiviert für das kommende Spiel, weil ja, das ist Champions League und wir haben keine Chance, Champions League jedes Wochenende zu spielen. So deswegen finde ich, dass die Mädels sind voll motiviert und dass die geben einfach alles. Und hoffentlich, wir freuen uns nachher am Mittwochabend. Champions League bei den Männern, das sind immer die großen Übertragungen im Fernsehen. Das sind auch wirklich große, große Termine, die dann da ausgerufen werden. Bei den Frauen geht es medial immer noch ein bisschen kleiner zu. Aber im vergangenen Jahr gegen Paris Saint-Germain waren 8000 Zuschauer im Grünwalder Stadion. Denkst du, es könnte jetzt gegen Chelsea nochmal auch so eine starke Kulisse da zustande kommen? Ja, ich glaube nicht so 7 oder 8000 Zuschauer, weil ja, jetzt ist immer noch die Achterfinale oder ja noch 16. Finale. Ja, 16. Runde, Finale. Ja. Und ich glaube, das kommt am Stadion so 3.000-4.000 Leute. Aber vielleicht dann in die nächste Runde, wenn wir weiterkommen, vielleicht 6.000 und dann Halbfinale 10.000 und dann im Finale. Dann müsste es Grünwalder Stadion aber ausbauen, weil dann Finale wäre schwierig, ja? Ja. Wobei, das wird ja dann nicht in München ausgespielt. Aber es ist sicherlich der Traum. Du hast bereits das Champions League-Finale gewonnen, damals mit Wolfsburg. Ja. Wie ist das dann so? Ist es vergleichbar vom Erfolg her mit eben diesem großen Titel bei den Männern, auch wenn er vielleicht nicht ganz so groß beachtet wird, aber gerade für die Frauen, es ist der wichtigste Titel in Europa? Ja, finde ich auch. Das ist ein super Gefühl, weil man trainiert einfach das ganze Leben vor Champions League. Und ich glaube, dass jedes Mädchen, das fängt an, jetzt Fußball zu spielen, dass ich hat auch so einen großen Traum, Champions League zu gewinnen oder Olympiasieger zu sein. So etwas. Das war einfach ein wunderschönes Gefühl. Und ich will das wieder haben mit Mannschaft. Ein Olympiasieger haben wir hier, Europameisterin auch noch. Der Champions League-Titel fehlt noch so in der Sammlung. Das ist was, wo die Visitenkarte noch eine freie Stelle hat. Ja, das ist richtig. Letztes Jahr sind wir ja leider bitter ausgeschieden gegen Paris. Und jetzt haben wir einfach am Mittwoch die Chance, gegen London ein gutes Spiel zu machen und hoffentlich auch wirklich in die nächste Runde zu kommen. Weil, wie Jovi gesagt hat, wir kennen es noch nicht, sie kennt schon, dass es ein geiles Gefühl ist, Champions League zu gewinnen. Und deswegen ja, werden die Mädels mit Sicherheit 100% geben und noch mehr, um uns den Traum zu erfüllen, in die nächste Runde zu kommen. Die Voraussetzungen sind wie einzustufen? Wie stark ist diese Mannschaft von Chelsea bei den Frauen? Ja, die Mannschaft ist natürlich sehr stark. Das hat man ja auch gesehen im Spiel. In London war es eben so, die hatten eine Chance und die haben sie kaltschnäuzig genutzt. Wir hingegen hatten uns viele Torchancen rausgespielt. Gerade in der zweiten Halbzeit haben wir wirklich überragend gespielt, hatten einige Chancen, haben die dann nicht genutzt. Und deswegen haben wir dieses Spiel eigentlich bitter verloren, sage ich. Aber
Ich denke, daraus haben wir jetzt gelernt. Wir können trotzdem voller Selbstvertrauen jetzt ins nächste Spiel gehen, weil die Mädels einfach wissen, dass sie ein gutes Spiel gemacht hat, dass nur das Tor gefehlt hat. Und deswegen gehe ich wirklich mit Zuversicht in das Spiel und weiß, dass die Mädels alles geben werden, um weiterzukommen. Und da wird dann natürlich auch das Tor fallen, da bin ich sicher, mit heimischem Publikum. Ich hoffe, dass einige Fans, viele Fans kommen werden. Und alle, die jetzt zuschauen, sollen da hingehen. Genau. Machen wir es ganz einfach, die müssen alle hingehen, aus ist. Alle sollen kommen und dann werden wir das packen, da bin ich mir sicher. Wenn es dann übervoll ist, dann muss man irgendwo ein Public Viewing organisieren. Im Augenblick, ihr spielt in drei Wettbewerben. Champions League ist die eine Sache, die Bundesliga, da steht ihr auf Platz 3. Und im DFB-Pokal am Wochenende gerade in die nächste Runde ins Achtelfinale eingezogen. Gegen, den Namen muss ich wirklich ablesen, SV Alberweiler. Wisst ihr, wo es noch genau ist? Alberweiler, in welcher Gegend ist das? In der Nähe von Ulm. Ja. Okay, gut, dann haben wir geografisch jetzt auch schon so eine kleine Orientierung bekommen. Ja. Das ist eine Mannschaft aus der dritten Liga, also da war es zu erwarten, dass die Bayern-Frauen das ganze Ding gewinnen. Wie wichtig ist der Pokal, gemessen an Champions League und Meisterschaft? Wie stark ist da die Vorbereitung? Ja, für uns ist Pokal auch voll wichtig, weil vor der Saison wir haben darüber geredet, dass wir wollen so möglich weiterkommen in alle drei, in Liga, in Pokal, auch in Champions League. Und für uns ist auch Pokal viel wichtig. Es geht nicht um Champions League Platz oder Europa League Platz wie bei Männern, aber für uns ist das echt wichtig. Das ist so eine Prestige-Sache, finde ich, in Frauenfußball, weil die Finale ist immer in Köln. Das ist echt super Spiel. Mit meiner Ex-Mannschaft habe ich zweimal hintereinander im Finale gespielt in Köln und das ist einfach überragend mit mehr als 20.000 Leuten auf der Bühne, wunderschönes Stadion. So. Das ist echt ein richtig gutes Spiel. 2015 hast du den Pokal dann auch gewonnen, konntest ihn in die Höhe stemmen, bist dann aber weggegangen. Pokal gewonnen, Champions League gewonnen mit Wolfsburg und trotzdem weggegangen von Wolfsburg. Warum? Ja, mich hat einfach etwas gefehlt. Vor ein Gefühl. Deswegen habe ich nach Estesand gewechselt. Da habe ich schon zwei wunderschöne Jahre erlebt. Und wie man sagt, ja, manchmal ist ein Schritt zurück, zwei Schritte nach vorne. So jetzt bin ich nach FC Bayern gekommen. Und ist hier das Gefühl besser? Oder ist das wieder da, das Gefühl? Das Gefühl ist wieder da. Mir gefällt hier sehr mit Mannschaft. Es macht richtig Spaß. Wie ist das Gefühl für dich, Sarah? So? Bist du heimisch hier in München beim FC Bayern? Ja, absolut. Ich bin ja auch Bayerin, deswegen kann ich mich hier sehr wohlfühlen. Das heißt, wir können hoffen, dass ihr noch länger hier bleibt. Und dann nicht nur, wenn ihr die Champions League gewonnen habt und den Pokal in diesem Jahr und vielleicht sogar noch die Meisterschaft, dann wäre es das ganz große Triple. Bei den Männern ist Jupp Heynckes zurückgekommen, der Erfolgstrainer damals für das Triple. Für euch, ich meine, das wird ja sicher ein Thema gewesen sein, war es überraschend? Das heißt, okay, Jupp Heynckes macht's nochmal? Also um ehrlich zu sein, habe ich mich da jetzt auch nicht allzu groß damit beschäftigt, aber ich finde es natürlich super. Ich denke, die Männer werden sich auch sehr freuen, dass er wieder zurückgekommen ist. Wie gesagt, das ist der Triple-Trainer. Deswegen denke ich, hat er ja schon gute Leistungen erbracht beim FC Bayern München und ja, wir sind froh, dass er wieder da ist. Und du? So gewundert am Anfang, Jupp Heynckes wirklich? Also nochmal nachgeschaut? Ja, es war für mich so ein großes Fragezeichen, wer wird der neue Trainer vom FC Bayern? Und dann, wenn ich habe gelesen, dass er ist zurückgekommen. Ich war echt überrascht, weil ich habe nicht so gedacht, dass er kommt jetzt zurück vom Rente oder so. Ich habe mehr gedacht, dass jemand anders kommt, aber ja. Danke für euren Besuch heute und ja, Daumen drücken dann für Mittwoch, dass so alle Zuschauer kommen, dass das Stadion voll ist und dass dieses 0-1 aus dem Hinspiel überhaupt keine Hürde ist für die Frauen vom FC Bayern für die nächste Runde der Champions League. Wie gesagt, danke, dass ihr da wart und wir machen gleich weiter mit Jupp Heynckes, mit dem ja Jungspund, 72 Jahre alt und er macht's nochmal, er springt ein, er hilft und er will's auch nochmal wissen beim FC Bayern. Auf jeden Fall bis zum Ende der Saison wird er ja wohl bleiben. Fanny Werther war heute dabei, als Jupp Heynckes als neuer alter FC Bayern-Trainer vorgestellt ist. Der Trainer Altmeister ist wieder da. Jupp Heynckes übernimmt den FC Bayern bis zum Saisonende. Der 72-Jährige hatte 2013 das Triple mit dem Rekordmeister gewonnen. Nun soll er vor allem eines: Ordnung in die Mannschaft und den FC Bayern damit zurück in die Erfolgsspur bringen. Ich bin ein Mann, der auch die Kommunikation mit den Spielern pflegt. Ich bin natürlich nicht konfliktscheu. Weil über alles steht der Erfolg, steht der Team, der Teamwork. Und ich finde auch, dass es meine Aufgabe ist, wieder eine Mannschaft zu formen,
wo der eine für den anderen da ist, wo der gegenseitige Respekt vorhanden ist, wo das Miteinander wieder in dem Vordergrund steht. Sowohl mit Uli Hoeneß als auch mit Karl-Heinz Rummenigge verbindet Heynckes eine lange Freundschaft. Nach der Trennung von Carlo Ancelotti nach der 3:0-Niederlage gegen Paris war für sie eines klar. Der künftige Trainer muss eine besondere Verbindung zum Verein haben. In verschiedenen Gesprächen sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass Jupp Heynckes jetzt für diese Zeit die beste Lösung ist. Es gibt uns die Zeit, dem FC Bayern die Zeit, in aller Ruhe alle Probleme, alle Baustellen zu befrieden. Er ist ein Mann, der den FC Bayern in- und auswendig kennt. Es ist, glaube ich, zum vierten Mal, dass er den FC Bayern trainiert. Und ich glaube, wir alle erinnern uns auch gerne, sage ich mal, an das Jahr 2012-13. Mit dem Abschluss, mit dem krönenden Abschluss insbesondere. Mit Heynckes kehrt auch sein ehemaliger Co-Trainer Peter Herrmann zum FC Bayern zurück. Von Anfang an eine Bedingung. Wenn ich das machen sollte, dann wäre es ganz wichtig, dass ich wieder mein Trainerteam zur Verfügung habe, das 2011 bis 2013 schon hier war. Der Bundesliga-Rückkehrer ist sich aber darüber im Klaren, dass seine Mission keine leichte sein wird. Dortmund nach 7 Spieltagen mit 5 Punkte Vorsprung schon die Tabelle anführt. Und und wie sie Fußball spielen, ist das natürlich sehr schwierig, sie von oben wegzuholen. Und da bin ich Realist. Aber ich sage nochmal, unsere Mannschaft hat Potenzial, hat Klasse. Die Klasse muss ich wieder rauskitzeln. Wichtig außerdem eine klare Hierarchie innerhalb der Mannschaft. Es liegt sehr viel Arbeit vor uns, weil, ich habe es vorhin schon gesagt, wir haben Mittwoch-Samstag-Rhythmus und dann die richtige Trainingssteuerung zu haben, das ist ganz wichtig, auch in Hinsicht, dass sich niemand verletzt. Doch Jupp Heynckes hat schon des Öfteren bewiesen, wenn einer den FC Bayern an die Spitze führen kann, dann er. Der im Augenblick stärkste Mountainbiker im Slopestyle und im Big Bike, das ist Nico Scholze. Gerade ist er Zweiter geworden bei den Nine Nights. Außerdem ist er noch ein echt cooler Typ und heute ist er zu Gast in der Sportarena. Servus Nico. Servus. Ja, Zweiter geworden bei Nine Nights, bei wirklich einem Riesen-Event, wo ja im Prinzip nur die weltbesten Fahrer eingeladen werden. Und du bist nur Zweiter geworden oder Zweiter geworden? Ja, eher Zweiter geworden. Ja, Suzuki Nine Nights vor 3 Wochen, 4 Wochen, weiß auch nicht mehr genau, war was relativ Neues für mich, war das zweite Mal dabei, Reschen Pass in Italien und habe was Neues ausprobiert, eine andere Kategorie, also nicht wie immer auf meinem Slopestyle-Rad, sondern mal aufs große Fahrrad, aufs Downhill-Rad geschwungen und habe mir eigentlich die ganze Woche vorgenommen, meine Slopestyle-Mountainbike-Tricks aufs Big Bike zu übernehmen und von daher kann ich sagen, zweiter Platz. War schon recht gut für mich. Ich bin dir dankbar, dass du auch gleich mal erklärt hast, was Unterschied ein bisschen ist zwischen Slopestyle und Big Bike. Mountainbike selber ist für mich eine Riesenthematik und ich kann mich mit diesen einzelnen Kategorien immer gar nicht so dann auseinandersetzen. Was heißt es? Slopestyle ist ja ähnlich wie beim Skifahren oder beim Snowboarden ein Kurs mit verschiedenen Sprüngen etc. drin. Genau. Also beim Slopestyle geht es darum, eben den vorgegebenen Parcours mit möglichst vielen Tricks und wenig Fehlern, sauberen Landungen und die Tricks, die man sich vornimmt, fehlerfrei runterzufahren. Und beim Downhill ist es auf Zeit, das Ganze, auch ein vorgegebener Kurs. Und da muss man eben seine Spur wählen und möglichst schnell den Berg runterkommen. Und was ist jetzt beim Big Bike anders? Big Bike ist das Downhill-Rad. Das ist nur Fachjargon, sag ich mal. Big Bike ist das große Rad. So schließt sich dann genau, der Kreis. Genau, wir fahren auch beim Slopestyle 26 Zoll Laufräder. Und beim Big Bike Downhill-Rad sind es 27,5. Okay, jetzt wollen wir euch, also wirklich die Top-Leute vom Nine Nights, als auch dich natürlich in Action sehen. Da drüben ist der Bildschirm, du darfst schon mal drauf gucken und darfst gleich auch ein bisschen kommentieren, was sich da so tut. Ich sag mal, Film ab. Da, Suzuki Nine Nights. Das gibt's nun schon seit mehreren Jahren, wird vom Münchner Nico Zarzek organisiert und zeichnet sich dadurch aus, dass erstmal ein wilder Kurs mitten in die Landschaft gestellt wird. Ja, genau. Also das ist jetzt das zweite Jahr am Reschen Pass in Italien schon. Und ich glaube, Suzuki Nine Nights gibt's jetzt seit 7 Jahren. Und hier sehen wir Sam Reynolds und Clemens Cordela. Die zwei Jungs haben sich ordentlich rausgelassen an der Quarterpipe. Sogenannte Quarterpipe, wo man 180 Grad
Drehungen springt und möglichst hoch eben hinausspringt und dann versucht, wieder gerade zu landen. Ich glaube, der lag bei knapp 10 Meter. Das war jetzt gerade. Das war Nikolais Twister, sogenannter Twister. Nikolai Rogatkin hat einen Dreifach-Dreher hingelegt. 1080 heißt dreimal um die eigene Achse. So, und da gibt es jetzt erstmal einen schönen spektakulären Abflug. Das ist Adolf Silber aus Spanien. Ab in die. Also, das war nicht geplant, oder? Nee, leider nicht. Trotzdem relativ gut gerettet, hätte noch böse ausgehen können. Weil 4 Meter weiter unten kam der Zaun. Okay, und jetzt kommt der Mann selber, Nico Scholze. Du fährst ohne Schulterprotektoren alles, das ist ein bisschen überraschend. Ja, mache ich persönlich so am liebsten, weil bei manchen Bewegungen schränkt mich so ein Schoner dann doch relativ schwer ein. So, was machst du jetzt für Tricks? Was sind das so für Sachen, die du da zeigst? Das gerade eben war mein Signature-Move, also den mache nur ich. Momentan ist der Tsunami-Backflip, das ist der Heel-Clicker-Backflip, wo ich dann auch die Piste mal verlässt, ganz schnell. Genau. So, und das, glaube ich, ist jetzt der einzige Mann, der an diesem Tag stärker war. Genau, das ist Sam Reynolds, der mittlerweile nur noch auf seinem Downhillrad unterwegs ist und sich darauf spezialisiert hat. Okay, das sieht wahnsinnig spektakulär aus, was ihr da so abzieht. Und was ich mich mal frage, gerade wenn ich auch so diese Bilder da sehe, wenn ihr dann wieder auf den Sattel runterkommt, ich meine, klemmt euch dann nicht mal echt mal in den Zipfel ein? Ja, ist auch schon mal passiert. Zum Glück nicht zu oft, aber kann schon mal vorkommen. Okay, also seiner Stimmlage zu hören, ist es noch nichts passiert, was ernsthafte Schäden hinterlassen hätte. Nee. Jetzt klären Sie mal ein bisschen auf. Hier gibt es zum Beispiel einen Flat Spin Neck. Dann Tsunami Backflip, hast du schon gesagt, ist dein Sprung. Mhm. Und dann gibt es Backflip Hill Clicker. Mhm. Das sind böhmische Dörfer für mich. Sind Namen von Sprüngen, die sich wie erklären, wie ableiten? Gut, fangen wir mit dem ersten an. Flat Spin Neck Neck. Zuerst mal nur Flat Spin ist, wenn man den Backflip und 360 mixt. Das ist quasi kein Backflip und kein 360, sondern genau zwischen der Rotation. Backflip ist der Rückwärtssalto. Genau. Und 360 einmal um die eigene Achse. Und der Flatspin ist eben mehr seitlich gedreht. Okay. Und den Backflip, also Rückwärtssalto, Heel Clicker ist dann? Einmal vor den Lenker, Beine zusammen und dann wieder zurück. Okay. Klingt wirklich besser, als wenn man sagt, der Sprung heißt vor den Lenker, Beine zusammen. Ja? Genau. Boah, das sind ja immer Namen. Was bedeutet das, diese Nine-Nights-Geschichte für dich? Es ist ja eine Einladungssache und ihr seid ja dort nicht nur an einem Tag für einen Wettbewerb, sondern es geht ja immer eine ganze Woche lang. Das ist ja mehr oder weniger so ein Stell-Dich-Ein für Fotoaufnahmen, Filmaufnahmen etc. Genau, aber es ist nicht so kompliziert, wie man sich's vorstellt. Also wir haben wirklich mega viel Freiraum, können frei entscheiden, wann wir fahren wollen oder wenn mal was zwickt, auch mal einen Tag aussetzen, wenn man sich nicht so gut fühlt oder Muskelkater hat, sag ich mal. Aber für mich persönlich bedeutet es richtig viel, weil echt nur die Top-Athleten über das ganze Jahr, die bei der World Tour mitfahren, da dann auch nochmal gemeinsam, sag ich mal, Jam-Session fahren mit allen zusammen. Und dadurch entstehen halt echt immer die krassesten, sag ich mal, Moves und auch die krassesten Aufnahmen. Also von dem her ist es eigentlich mit das entspannteste Event, was es gibt im Jahr. Ist wie eine Woche Trainingslager mit so ein bisschen Tüfteln, Basteln, so einfach rumprobieren, auch so miteinander austauschen? Exakt, ja, genau. Entweder in der Gruppe oder allein, man nimmt sich was vor, morgens oder am Abend davor, nimmt sich einen Fotograf oder einen Filmer raus und will vielleicht einen spektakulären Shot oder eine Aufnahme hinkriegen. Es kann aber auch sein, einen neuen Trick ausprobieren, den man vorher noch nie probiert hat. Wir hatten dieses Jahr auch eine einmalige Gelegenheit, auf ein sogenanntes Airbag, eine weichere Landung zu trainieren, damit eben der Ablauf noch sicherer wird und von dem her ist es astrein. Wie stark ist denn dann der Wettkampfgedanke? Weil irgendwo seid ihr ja alles auch Typen, die sich dann in irgendwelchen Wettkämpfen ja wiedersehen oder schon gesehen haben. Und plötzlich seid ihr so beieinander und das ist eine Kumpelatmosphäre? Ja, auf jeden Fall. Es ist eine Kumpelatmosphäre, weil es auch eben am Ende der Saison ist und jeder bei jedem ist so ein bisschen die Last von den Schultern. Und dann trifft man sich eben wieder gemeinsam. Und ich sag mal, man fährt nicht jeden Tag Training zusammen mit den weltbesten Mountainbike-Fahrern. Und deswegen kann man sich da schon relativ gut hochpushen und wenn der eine halt jetzt mal einen neuen Trick macht, dann kommt in einem selber der Ehrgeiz so, okay, ich muss das toppen irgendwie. Ende der Saison heißt, jetzt ist rum, Freiluft ist beendet. Nicht ganz, also die World Tour ist für dieses Jahr auch nicht ganz vorbei, aber für mich ist es rum, also ich fahre jetzt keinen Wettkampf mehr dieses Jahr, nur noch ein, zwei gemütliche Shows, so zum bisschen trainieren und Spaß haben. Gemütliche Shows mit Rückwärtsseite und Dreifachdrehung. Hört sich schlimmer an, als es ist. Wo geht's hin dann so? Wir touren durch ganz Deutschland.
Also wir fangen an im November, glaube ich, Düsseldorf, Hannover, Magdeburg, auch Stuttgart bei mir daheim. München ist nicht dabei, schade. Dieses Jahr leider nicht. Einen Tourstop hinkriegen. Nico, ich danke dir, dass du nochmal hier sozusagen einen Sportarena-Stop gemacht hast und hast dir fürs nächste Jahr für die Nine Knights noch einen Platz nach oben Platz gelassen. Dann hoffe ich, sehen wir uns wieder und du bist dann der höchste Flieger gewesen mit den deutschen Tricks. Hoffen wir es. Danke fürs Kommen. Gerne. Profiboxen und Amateurboxen und das beides zusammen in einer Veranstaltung gibt es zum ersten Mal in dieser größten Ordnung am kommenden Samstag draußen in Unterschleißheim in Petco's Fight Night Champions Edition. Und das Ganze verdient den Namen dann auch, denn der deutsche Meister, internationale deutsche Meister, der IBO-Champion Hovek der Löwe Bebraham wird dann in den Ring steigen und der bayerische Meister Margomed Schachidov bei den Amateuren. Beide sind heute zu Gast. Servus Männer. Servus. Ja, beide habt ihr früher gekämpft, zusammen für den TSV 1860 in der Staffel. Hovek, damals noch Amateur gewesen, Margomed ist nach wie vor bei den Amateuren ganz erfolgreich. Und jetzt gibt es diese Kombination. Selber erstaunt, dass es jetzt endlich funktioniert hat, dass der Amateurverband sagt, ja okay, wir machen mit und jetzt können endlich die Amateure auch bei euch Profis kämpfen? Ich finde es geil, endlich. Endlich ist es soweit. Und in England, das machen sie seit ein paar Jahren, dass die Amateure mit den Profis trainieren und so weiter. Man wächst auch zusammen, jetzt Margomed war auch letzte Sparringphase bei uns. Jetzt darf man auch ankündigen, dass er da war. Damals hat es nicht geklappt, weil Profis und Amateure dürften nicht zusammenarbeiten, jetzt schon. Und ich freue mich, dass die Zusammenarbeit zusammengefunden hat mit Ali Chuko, Alexander Petkovic. Und für mich ist es wirklich sehr, sehr schön, denn Wiedersehen macht Freude. Es wird ein doppeltes Heimspiel für dich. So als Münchner, als Profiboxer und natürlich als ehemaliger 60er. Ich meine, du kannst ja nur angefeuert werden. Ja, ich freue mich riesig. Ich bin echt aufgeregt. Und wie gesagt, meine Fans von 1860 damals, die werden vor Ort sein. Und die ganze Mannschaft wird vor Ort sein. Meine alten Kollegen sind alle da und die werden mich unterstützen. Und wir werden gemeinsam erstmal die 1860er Amateure unterstützen, dann unterstützen die mich und wir werden hoffentlich beide gewinnen. Für dich geht es um die IBO International Championship gegen einen ganz starken Mann aus Bolivien. Gegen, da muss ich jetzt wirklich schauen, dass ich den jetzt richtig ankündige, Franklin Mamani aus La Paz kommt er. Hat 25 Kämpfe, 22 Siege. Der ist um einiges besser in der Weltrangliste aufgestellt als du. Und ist einer, vor dem du ein bisschen zittern musst? Ja, zittern nicht, sonst wäre ich jetzt nicht im Boxsport. Ich nehme ihn ernst. Klar, es ist auf jeden Fall der Favorit. Aber mein Box-Promotion, mein Promoter, der macht richtig sehr gute Arbeit. Er weiß, er kennt mich und weiß meine Kräfte, wie weit ich gehen kann. Und das ist auf jeden Fall ein Prüfstein für mich. Er hat auch um Weltmeisterschaft gekämpft, sein vorletzter Kampf. Ist auf jeden Fall ein harter Brocken. Ich nehme ihn richtig ernst und ich werde mein Bestes geben, um als Sieger den Ring zu verlassen. Für euch, für die Staffel vom TSV 1860 geht es wieder einmal im Vergleich gegen die Boxer aus London, gegen ABA London, also gegen die besten Boxer von allen Amateurvereinen aus London, die da zusammengefasst werden. Du bist, glaube ich, das dritte Mal mit dabei, wenn ich richtig rechne. Oder das zweite Mal? Das vierte Mal. Vierte Mal sogar schon. Also dreimal geboxt, das vierte Mal jetzt, genau. Im Ring. Was macht's aus, gegen die Engländer anzutreten? Ihr habt ja dreimal gewonnen, einmal sozusagen, oder zweimal gewonnen, einmal. Ich glaube, dreimal gewonnen, einmal verloren. Dieses Jahr leider verloren. Kämpft. Genau. Und wie schon gesagt, es ist eine Premiere, dass Profis und Amateure das erste Mal zusammen auftreten können. Das haben viele Vereine probiert. Es hat bis jetzt nicht geklappt und jetzt klappt's. Und ich freue mich schon drauf. Und es ist auf jeden Fall ein Heimspiel für Hovig, für mich. Und ich freue mich sehr, gegen so eine starke Auswahl aus London zu boxen. Und wir sind alle topfit, haben hart trainiert, wie gesagt, auch zusammen vorbereitet. War auch interessant, Hovigs Training mal mitzumachen, ist knallhart. Und jetzt will ich in den Ring steigen und schauen, was ich bringen kann. Wie gut fühlt ihr euch denn so als Amateure denn mit in diesem Boxsport, in diesem großen Abend dann integriert? Es wird nun das erste Mal sein, ihr seid im Prinzip das Vorprogramm. Das ist okay für euch? Ja, auf jeden Fall. Weil so weit sind wir noch nicht, dahin müssen wir arbeiten. Und wir haben alle stark angesetzte Leute aus meinem Verein. Und ich denke mal, wir werden die Bude rocken. Du bist bayerischer Meister, hast auch schon für die deutsche Nationalmannschaft gekämpft. Schielst du so ein bisschen rüber, wenn du siehst, Mensch, der Hovek hat den Schritt gewagt und erfolgreich vollzogen zu den Profis. Margomed, ist das so vielleicht was für die Zukunft? Natürlich, das ist ein großer Traum.
Und ich denke mal, jeder Boxer will mal ganz oben stehen und Weltmeister werden und sich Weltmeister nennen können. Aber bis dahin müssen einige Hürden überwunden werden. Und ich lasse mir noch Zeit und alles Step by Step. Du studierst ja auf Lehramt. Genau. Das ist so eine wichtige Basis für dich, dass Richtig, du sagst, auf jeden wenn es mal mit den Profis nichts wird, will ich lieber was Gescheites gelernt haben. Genau, zweigleisig fahren und schauen, wie es sich in Zukunft entwickelt, das Boxen. Und erstmal auf jeden Fall ein Standbein aufbauen und dann mal gucken. Robik, für dich ist ja das Ganze auch schon ja mit ein Ausblick vielleicht ins nächste Jahr. Denn es geht darum, dass 2018 dann das Jahr sein könnte, in dem du um die Weltmeisterschaft kämpfst. Und dann könntest du der erste Profi-Weltmeister aus München werden, bei einem großen Verband. Das ist sicherlich der ganz große Antrieb. Darf das im Hinterkopf sein? Ja, man redet drum viel, ja. Aber ich nehme wirklich erstmal meinen Kampf hier. Klar, möchte ich das werden. Das ist was Besonderes für mich. Der erste Münchner große Weltmeister. Ich höre das hier und da, aber ich lasse das wirklich im Hinterkopf. Ich fokussiere mich auf den Kampf, weil, wie gesagt, das sind keine schlechten Gegner. Aber ich möchte natürlich, ich habe ein Ziel und das möchte ich erreichen. Aber alles Step by Step. Gut, aber viele Leute trauen es dir zu. Also sie sagen, du hast das Zeug dafür. Schmeichelt es? Ja, ich habe das Zeug, aber da gehören viele kleine gemeinsame Arbeiten zusammen, was Promoter angeht, was Manager angeht. Ich bringe meine Leistung und wenn mein Manager, Promoter sagt, so, wir boxen jetzt als nächstes den und den, ich bin bereit und ich hack nicht viel drumherum. Ich bringe Leistung im Training und die sehen das und die schätzen, wie gesagt, mich stark ein, aber ich halte den Ball flach. Die ganze Veranstaltung wird sein draußen im Ballhausforum im Infinity München unter Schleißheim. Ich glaube, da gehen gut 3.500 Leute rein. Margomet, hast du schon mal vor so einer Kulisse gekämpft? Es gibt, glaube ich, noch 150 Karten. Mehr ist nicht mehr. Also das ist so gut wie voll, die Bude, rappelvoll. Ich bin auf jeden Fall aufgeregt. Und nee, vor so einem Publikum habe ich noch nie geboxt. Ich denke mal, das Höchste war 1.000 Leute und das war schon ein gutes Gefühl. Und ich denke mal, das wird alle Grenzen überschreiten. Und ich bin wirklich schon sehr, sehr, sehr aufgeregt. Bin mal gespannt, wie ich das überwinden werde. Dann sage ich danke, dass du da warst. Viel Glück für die ganze Staffel, die du ja hier repräsentierst. Viel Glück für dich, auch natürlich für die anderen Kämpfer aus Petkus Box Promotion, die dann am Start sein werden. Ich glaube, Vartan Abetisian wird kämpfen, auch um einen IBF-Titel. Genau. Francesco Pianeta wird kämpfen gegen Kevin Johnson. Wahrscheinlich der spannendste oder mit größter Spannung erwartete Kampf im Schwergewicht des Abends dann. Auf jeden Fall, also es gibt mehrere Highlights. Es lohnt sich, vorbeizukommen. Besorgt euch Karten, Leute. Du sollst nicht die Werbetrommel holen, du sollst über den Kampf von Pianeta gegen Johnson sprechen. Ich sag ja auch, man soll das nicht verpassen, weil das ist wirklich auf Augenhöhe. Pianeta ist richtig gut im Saft. Der freut sich auf den Kampf. Es wird nicht einfach, wir wissen alle. Aber die Jungs sind wirklich sehr heiß und gut trainiert. Wir wissen, es wird für keinen einfach. Deswegen es lohnt sich, vorbeizukommen. Also wenn jetzt noch 150 Karten da sind, dann haben wir was falsch gemacht. Danke euch, dass ihr da wart. Keinerlei Karten gab es mehr, natürlich bei der Premiere der European Outdoor Film Tour. Zum 17. Mal hat die ja hier in München begründete Tour ihren Start gefeiert, hat Filme aus dem Bereich Action, Natursport gezeigt. Und ich war mit dabei bei der Premiere, konnte mit einigen der Stars der Filme, aber auch mit dem Macher sprechen. Atemberaubende Landschaften, Naturgewalten, außergewöhnliche Menschen und ihre Erlebnisse. Es sind großartige Aufnahmen, die beim Startschuss der European Outdoor Film Tour zu sehen sind. Und es ist alles echt. Die Filme zeigen Abenteurer und gestandene Athleten und selbst Stars wie der Weltklasse-Alpinist Simone Moro haben Lampenfieber. Ich mag es, dass der Film so ist, wie erhofft. Es ist ein sehr emotionaler und authentischer Film. Ein super Gefühl, sehr privilegiert, hier bei diesem Festival den Film zu zeigen, wo so viele andere tolle Filme laufen. Ich bin ein bisschen eingeschüchtert gegenüber den anderen großartigen Filmen, wo echte Athleten richtig harte Sachen machen. Es ist großartig, diese Geschichte mit so vielen Leuten teilen zu können und selber alles noch einmal zu erleben. Die Filme zeigen die Geschichten von Menschen, die etwas Außergewöhnliches wagen.
Der Engländer Benjamin Sett baut mit einem Freund bei Eingeborenen im Urwald Ecuadors einen traditionellen Einbaum zur Flussbefahrung. Sarah McNair Landry und ihr Lebenspartner Eric Boomer durchqueren zu Fuß Grönland auf der Suche nach einem unbekannten Fluss. Wir waren eine Woche unterwegs und konnten Kiteskiing fahren, was praktisch ist und uns schnell vorankommen ließ. Aber es ist auch gefährlich. Ich wurde in die Luft gerissen und landete auf dem Kopf. Es war ein sehr schwerer Unfall. Sie wollte erst gar nicht aufstehen. Wir haben sie überredet. Erst als wir mitbekommen haben, dass ihr Rücken gebrochen war, wollten wir sie überzeugen, aufzuhören. Wir hätten ihr einfach mehr Zeit lassen sollen. Eine unglaubliche Erfahrung. 2 Monate lebten wir mitten im Dschungel. Jeden Tag haben wir hart gearbeitet, nur mit den Händen und ein paar einfachen Gegenständen. Das war alles in allem eine aufregende Erfahrung. Die European Outdoor Film Tour ist seit 2001 eine Münchner Erfolgsgeschichte. Bereits zum 17. Mal hat Filmproduzent Joachim Hellinger mit seinem Team ein Programm aus Abenteuer- und Natursportfilmen zusammengestellt. Unsere Filme dieses Jahr zeigen sich dadurch aus, dass sie sehr persönlich sind. Es geht sehr viel ums Zwischenmenschliche. Wir erfahren sehr viel über ihre inneren Beweggründe, aber haben trotzdem tolle Bilder, tolle Welten und einfach tolle neue Abenteuer. Protagonisten, Sportarten, Länder und Abenteuer wechseln jedes Jahr. Es gibt keine Schauspieler und die Protagonisten drehen meist selbst, was ungewöhnliche Nähe schafft. Remaining normal person. And this for me is a nice message. Man bleibt eine normale Person und das ist die wichtige Nachricht für mich. Und das soll das Thema des Filmes sein. Du kannst ein außergewöhnlicher Mensch sein, der ganz normal geblieben ist. Man sieht mich weinen, das wurde nicht rausgeschnitten, denn das bin ich, so sind wir. Cut this part, I don't want people see me cry. No, this is me, this is us. Das aktuelle Programm umfasst 7 Filme. Sie werden in 17 Ländern gezeigt. Inzwischen auch in Neuseeland und Australien und haben Anfragen aus aller Welt und hoffen, dass wir möglichst viele neue Märkte erschließen und mehr Menschen begeistern können, für die Idee rauszugehen und, und das Leben draußen zu genießen und die Natur schätzen zu lernen. Im November kommt die European Outdoor Film Tour für 12 Veranstaltungen nach München. Dann werden wieder einige der Abenteurer und Sportler dabei sein. Dabei sein beim richtig großen Tennis können alle jetzt 2 Wochen lang, denn es gibt 2 Turniere, die ineinander übergehen. Zum einen die Daikin Open und dann kommen die Wolfkran Open. Einmal hier in München in Oberhaching und einmal dann in Ismaning. Beide Male dabei wird Daniel Masur sein, der Deutsche, der auch schon Davis Cup gespielt hat. Und Christoph Pöllmann, das ist der Mann, der hier bei den Daikin Open der Turnierdirektor ist. Heute hat er hier noch mal Platz genommen, sonst ist er auf der Anlage unterspielt. Und Daniel, servus, auch dass du da bist. Schöne servus. Sache. Morgen geht's los für dich bei den Daikin Open gegen einen alten Bekannten. Es ist ein Turnier der Kumpels? Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne einen Großteil des Teilnehmerfeldes. Morgen werde ich erst im Doppel starten, am Mittwoch dann im Einzel. Dort spiele ich dann, wie gerade gesagt, gegen meinen Doppelpartner Johannes Herdeis, der vor einiger Zeit auch noch bei uns in der Base in Oberhaching trainiert hat. Und der freut sich bestimmt genauso wie du? Ich glaube, ich freue mich ein bisschen mehr, weil ich das letzte Aufeinandertreffen gewonnen habe. Und aber was dann am Ende rauskommt, das schauen wir mal. Ja, 2 Turniere, quasi vor der Haustür. Du kannst jeden Abend schön nach Haus, kannst im eigenen Bett schlafen, stehst auf und fährst dann zum Tennisplatz und kannst Turnier spielen. Das ist schon eine bisschen Sensation für dich, gell? Ja, also im Vergleich zum restlichen Jahr ist auf jeden Fall ein anderer Ablauf. Sonst sind wir quer durch Europa unterwegs, teilweise auch Australien, Amerika. Und da bietet sich natürlich nicht ganz so oft die Möglichkeit, einfach mal eine Woche auch zu Hause zu bleiben und da ein Turnier zu spielen, wo man sonst immer trainiert. Das heißt, man kennt die Bedingungen perfekt. Man kann die ganze Woche über mit seinem eigenen Physiotherapeuten weiterarbeiten. Alle Trainer, die man sonst sieht, sind da. Und natürlich den Staff vom Turnier kennt man auch bestens. Das heißt, man hat auch ganz gute Karten, wenn man mal nach einer... Oh, gibt es da ein paar Vorteile vielleicht sogar? Wir wollen ja nichts hier. Nein, überhaupt nicht. Nur was vielleicht eine Ansetzung angeht, wenn man lieber abends spielt oder lieber früh. Vielleicht einen bestimmten Platz, auf dem man angesetzt werden möchte, kann man mal nachfragen. Es ist sicherlich ein sehr angenehmer Heimvorteil, heißt aber auch Heimpublikum, endlich mal so vor einer eigenen kleinen Fankulisse, Familie, Freunde zu spielen? Ja, auf jeden Fall. Also bei mir eher Freunde als Familie, weil Familie ist Richtung Hannover. Da gibt es schon andere Turniere, beispielsweise Hamburg, die dann näher sind.
Aber guckt man mal nach Hannover auch lieber mal Tennis, weil Fußball ist ja nicht mehr so. Richtig. Ja, auf jeden Fall, es werden einige Freunde vorbeikommen. Die hoffen natürlich, dass ich bis zum Wochenende drin bin, ja, weil die auch berufstätig sind. Ja, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich habe die Erfahrung bei den BMW Open machen können. Da ist auch eine kleine Gruppe gekommen und so wird es diesmal auch sein. Ja, Christoph, wie ist denn das Turnier besetzt? Fangen wir an mit den Daikin Open. Die ersten, die jetzt da dann aufschlagen, sind ja die, die in diesem Turnier spielen, die Quali jetzt dann mehr oder weniger hinter sich bringen. Wo habt ihr da so einen Cut? Bei welcher Weltranglistenposition seid ihr so? Also wir haben jetzt den Daniel im Hauptfeld, der quasi den Einstieg macht mit knapp 300 in der Welt. Der Letzte, der dann ins Hauptfeld gerutscht ist, ist ein Schweizer. Der steht knapp um die 700 und alle, die dahinter stehen, müssen sich dann durch die Quali kämpfen. Okay, das klingt jetzt für die, die ja sonst im Fernsehen sagen wir, die großen ATP-Turniere verfolgen, die Grand-Slam-Turniere, als wenn, das sind ja Welten. Aber das sind ja im Prinzip diese ganzen jungen Nachwuchsspieler, die alle drücken, die alle nach vorn wollen. Und da gibt es ja ganz minimale Sprünge. Mit Weltcup-Punkten kann man sofort 30, 40 Plätze machen. Das kann man. Gerade also auf dieser Ebene kann man wunderbar Punkte sammeln. Ist ein wunderbarer Einstieg natürlich auch für die Jungs und Mädels von uns, die in Oberhaching trainieren. Und das ist auch genau der Grund, warum wir diese Turniere letztlich dann auch machen, damit wir denen eine Möglichkeit bieten, sich zu präsentieren und damit sie auch ihre nächsten Schritte machen können. Der Sieger würde 18 Weltcup-Punkte bekommen. Klingt wenig. Macht ungefähr wie viel aus in dem Bereich, in dem Daniel so steht? Boah, das ist ein Rechenexempel. Ich würde jetzt mal sagen, wenn du das Turnier gewinnst, wird es vielleicht 20, 30 Plätze mal nach vorne gehen. Und nachdem ja jede Woche ein neues Turnier ansteht, gibt es da schon viele Möglichkeiten, sich nach vorne zu arbeiten. Aber natürlich auch Punkte verteidigen zu müssen, weil das ist ja die andere Seite der Medaille. Habt ihr denn Doppelnennungen dabei? Ich sage mal jetzt also die sagen, wir kommen zu den Daikin Open und wir bleiben natürlich gleich, weil wir die Wolfgang Open gleich hinterher spielen. Das ist ja ideal. Ist auch so gewünscht explizit, dass die Turniere sich auch gerade jetzt in Deutschland aneinander anschließen, damit gerade die, die von weiter weg kommen, dann auch Reisekosten dann letztlich minimieren. Also es sind immer mindestens 2 bis 3 Turniere hintereinander. Und dass wir jetzt so eine Konstellation haben, dass wir hier im Münchner Ballungsraum 2 Turniere direkt hintereinander haben, ist natürlich toll. Das zweite Turnier, Wolfgang, da geht es dann um 80 Weltcup-Punkte. Vom Geld her ist das dann auch schon ein bisschen interessanter. Ja. Sind dann etwas über 6.000 Euro Preisgeld für den Sieger allein. Das ist ja auch angenehm. Also ihr verbindet dann beides miteinander. Man verbindet beides miteinander, klar. Ich sage jetzt mal, wenn man auf dieser Challenger-Ebene unterwegs ist, wie jetzt nächste Woche die Wolfgang Open, dann hat man natürlich auch Möglichkeiten, mehr Geld zu verdienen. Aber man darf es natürlich nicht außer Acht lassen, dass natürlich auch viele Kosten für die anfallen. Weil gerade wenn man mit Trainer reist, mit Personal reist, und da sind ja auch dann schon Spieler um die Top 100 der Welt dabei, die haben natürlich einen anderen Apparat auch dann teilweise noch mit dran. Also da reden wir jetzt nicht davon, dass einer da jetzt extrem reich wird, wenn er diese Turniere auf dem Level spielt. Nun gibt es die Daikin Open zum dritten Mal. Mhm. Wolfgang Open ist ein neu geschaffenes Turnier, hat einen starken Sponsor im Hintergrund, der das auf Langzeit auch ansetzen möchte. Sprich, wir werden jetzt über mehrere Jahre diese Sache erleben, dass es immer 2 Turniere gibt, die dann ineinander fließen werden hier im Münchner Raum. So der Plan. Ob es wirklich immer so sein wird, dass die direkt hintereinander sind, das liegt nicht ganz in unserer Macht. Da kommt vieles auch von der ITF und vom Deutschen Tennisbund, wie die Termine entsprechend in den Kalender reinpassen. Aber wir wollen auf jeden Fall, dass wir diese beiden Turniere im Herbst belassen, dass die hintereinander stattfinden. Es kommt dann auch noch ein drittes Turnier, was im Nürnberger Raum stattfindet, in der ersten Novemberwoche. Also da ist auch noch dann einiges geboten und das ist natürlich auch unser Ziel, dass wir die so belassen. Und gerade in der nächsten Woche geht es ja dann auch wirklich mit den Namen her schon spektakulär zur Sache. Yannick Hanfmann wird kommen, hat zugesagt, der ja hier bei dem BMW Open in diesem Jahr einen großen Schritt gemacht hat, dann auch Davis Cup gespielt hat. Dustin Brown, ein Exot und ein ganz wilder Vogel, aber ein toller Spieler. Du hast auch schon Davis Cup gespielt. Also es geht dann auch schon so ein bisschen darum, dass ihr euch ja empfehlen könnt für diese größeren Aufgaben. Ja, definitiv. Also was man gehört hat, wird ja auch Boris Becker anwesend sein. Der wird nicht mehr aktiv spielen. Nein, aber der wird sich in seiner neuen Rolle als Head of Men's Tennis, so wie es genannt wird, auch einige Spieler von uns, von den Jüngeren auch anschauen und da, denke ich, Eindrücke gewinnen. Ansonsten der Michael Kohlmann, der Davis Cup Kapitän, der sieht viele Spieler tagtäglich in der Base bei uns und weiß genau, wie er die Leute einzuschätzen hat. Ansonsten spielt man natürlich immer gerne vor heimischer Kulisse in Deutschland. Und da kann man sich immer anbieten. Ja. Nun muss ich sagen, du siehst unverschämt braun aus, muss man ganz ehrlich sagen. Also für den Herbst, der auch schön war in Deutschland, trotzdem so eine Farbe kriege ich nicht hin. Und du warst gerade in Portugal. Das hast du noch vor der Sendung kurz erzählt. Wie lief's dort? Also sportlich etwas weniger gut. Viertelfinale im Einzel, Halbfinale im Doppel. Es war nicht meiner Zielsetzung entsprechend. Ich wollte natürlich dort auch das Turnier gewinnen, aber ja, wie man an der Hautfarbe erkennen kann, war das Wetter trotzdem relativ angenehm. Trotzdem trübt das natürlich ein bisschen, wenn es sportlich nicht so gut läuft, ist natürlich nicht der Grund, weshalb ich dort war.
Aber ich bin jetzt voll motiviert, nächste Woche anzugreifen, beziehungsweise dann morgen. Und hast vielleicht auch noch so ein bisschen Wut im Bauch mitgebracht. Das ist vielleicht gar nicht verkehrt für so ein Turnier jetzt. Ach, Wut würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen. Beim Tennis ist ja so, dass man jede Woche aufs Neue die Möglichkeit hat, sein Können unter Beweis zu stellen und sich zu zeigen. Und deswegen ist es eher sehr, sehr viel Vorfreude, einfach mal die Möglichkeit zu haben, ja, hier direkt vor der Haustür zu spielen, wo man auch alle Leute kennt. Und es wäre schön, wenn du lang dabei wärst. Also hier aus Münchner Sicht, glaube ich, über einen möglichst langen Turnier bleibenden Daniel Masur, sowohl bei den Deichen wie auch bei den Wolfgang Ohm, würden sich viele freuen. Daniel, danke, dass du gekommen bist. Viel Erfolg ab morgen. Christoph, drück die Daumen, dass alles gut organisiert über Dankeschön. Die Runde geht. Mache ich mir allerdings wenig Sorgen, wenn ihr dann halt. Und das war's mit der Sportarena für diese Woche. Wir sehen uns kommende Woche. Servus.